Die ersten kommen rein, super. Schönen guten Hallo, Morgen. Hallo, schönen Sonntag. Ja, schönen Sonntag. So, dann starten wir das Ganze jetzt noch auf Facebook. Machen wir auch noch auf Facebook einen Livestream, einen Moment. Aber du kannst ja schon mal in den Chat schreiben, ob wir gut zu hören und gut zu sehen sind und woher du zugeschaltet bist. Genau, das kannst du auch noch gerade machen. Dann starte ich gerade in den Livestream und dann geht's gleich sofort los. So, eine Sekunde. Da geht's los, starte ich gerade. So, schreib mal einfach in den Chat. Ja, schöne Grüße aus Niederösterreich. Hallo Tina. Ja, gut zu hören, gut zu sehen. Zugeschaltet aus Heidelberg. Hallo Birgit. Ja, fantastisch. Halli, schreib uns mal in den Chat, wo du gerade bist. Wir sind ja hier in Kuala Lumpur. Genau. Und hier ist schon 17 Uhr. Genau, bei uns hier schon wir sind, Abend. Genau, wir sind der Zeit wieder voraus. Hallo aus Köln von der Petra. Und dann nochmal Petra aus Hamburg. Hallihallo. So, jetzt gucken wir mal gerade. Ah, hier auf Facebook sehe ich das auch schon. Hallo aus Köln von der Petra. Ah, läuft. Ton ist zu sehen. Wir sind gut zu hören. Super. Sehr gut. Super. Sehr, sehr genial. Ja, schönen guten Morgen. Ja, der Raum füllt sich. So, wen haben wir noch? Die Lena aus Südafrika. Das. Hallo, Lena. Die Karin aus Steinmark. Die Stefanie aus Frankfurt am Main. Ja, herzlich willkommen jetzt hier zu diesem Live-Coaching. Hallihallo. Schönen guten Morgen an euch. Ja, mein Name ist Norbert und das ist Dari. Hallo. Die Eleonore aus Ostfriesland. Super, ja, super, sehr genial. Ja, dann wollen wir mal durchstarten. Wir sind gut zu hören und gut zu sehen. Dann starten wir direkt mal durch. Ja, vielleicht warten wir noch ganz kurz, weil ich sehe, dass die Teilnehmeranzahl immer noch raufgeht. Vielleicht warten wir noch so 1-2 Minuten, bis alle drinnen sind. Genau, so und langsam geht's hoch. Ja, dann warten wir gerade noch einen Moment. Und hallo. Hallihallo. Genau. Dann haben wir noch die Elke aus Kufstein und die Eleanor aus Friesland hatte ich, glaube ich, schon. Ne? Genau. Schönen guten Morgen. So. So, super. Ja, dann starten wir direkt mal durch. Super. Hallihallo. Gut, los geht's. Okay, wunderbar. Ja, dann schreib mir doch mal kurz in den Chat, was ist denn so dein größtes Problem momentan zum Thema Positionierung? Also warum bist du hier? Wie können wir dich heute am besten unterstützen? Schreib uns doch mal hinein, weil ich sage mal so, eine Positionierung zu haben, eine gute Positionierung, das ist schon etwas ja, sehr, sehr Wünschenswertes, etwas richtig Gutes im Business. Warum? Ganz einfach, weil wenn klar ist, was du besonders gut kannst, und Positionierung heißt ja einfach nur, was ist das, wo du Expertin bist, was du besonders gut kannst. Ich bin zum Beispiel, meine Positionierung ist, ich bin Expertin in Positionierung. Oder? Genau. Die Dari, das ist, ja, die Dari ist ein Genie in Positionierung. Das ist immer interessant, wenn sie mit unseren Kunden zusammenarbeitet. Die sind am Tun, am Machen, am Tun und am Machen. Und dann coacht die Dari unsere Kunden dann im Thema Positionierung. Und zack, auf einmal haben sie die Positionierung und zack, auf einmal gewinnen sie Kunden. Warum? Weil du dann eine ganz klare Botschaft hast und ganz genau, die Leute verstehen dich auf einmal. Die wissen, um was es geht. Und deswegen werden sie dann auch zu deinen Kunden. Deswegen... die Dari ist ein Genie darin, dir dabei zu unterhelfen, eine geniale Positionierung zu finden. Und sie hat Kunden schon gecoacht, die haben damit eine Positionierung gefunden und dann auf einen Schlag 10.000 Euro verdient, 100.000 Euro verdient, unglaublich. Ja, im Prinzip der Unterschied sozusagen, ob du eine gute Positionierung hast oder nicht, ist einfach die, wenn du eine gute Positionierung hast, dann verkaufen sich dein Angebot quasi von selber. Ja. Warum? Weil ganz klar ist, für wen ist das, was du anbietest? Was hat derjenige davon? Und warum soll der einen Premiumpreis bezahlen? Ja. Das ist im Prinzip das Ziel von einer Positionierung. Also oftmals glaubt man, du kannst ja gerne in den Chat schreiben, wenn du das auch glaubst, dass ein billiges Produkt leichter zu verkaufen ist als ein teures Produkt. Schreib mal in den Chat, wenn du das glaubst. Oder schreib auch, wenn du es nicht glaubst, auch in Ordnung. Der Punkt ist nämlich, es stimmt nämlich nicht. Also in Wirklichkeit ist es so, dass ein Produkt oder ein Angebot, das gut positioniert ist, ist viel leichter zu verkaufen als eines, das nicht gut positioniert genau so ist. Und zwar unabhängig vom Preis. Also das heißt, ein teures Produkt mit guter Positionierung ist viel leichter zu verkaufen als ein billiges Produkt mit schlechter Positionierung. Und glaub mir, wir haben alles getestet. Genau, und wir haben das alles getestet. Also das heißt, von dem her wissen wir, dass es so ist. Ich habe jetzt auch gesehen, es haben schon welche geschrieben, ich habe eine Positionierung und will noch was verbessern, meine Zielgruppe finden. Ja, schreib uns mal gerne in den Chat hinein sozusagen,
weil wir sind ja hier nicht in der Schule, also das ist ja nicht so, dass wir hier einen Vortrag halten und du lauscht dem andächtig, sondern es ist hier ein Workshop. Also wir Richtig. Wollen hier was erarbeiten, aber da brauchen wir natürlich deine Unterstützung. Ja. Also schreib uns gerne mal in den Chat hinein, warum bist du hier, was ist dein größtes Problem zum Thema Positionierung, wie können wir dir helfen? Ich sehe, dass man sich noch ein bisschen zurückhält, also keine falsche Bescheidenheit hier. Man darf hier wirklich gerne schreiben. Genau, ich energetisches Feng Shui, weiß nicht, wie und wo ich meine Zielgruppe finde. Okay, sehr gut. Ja, der Punkt ist einfach der, wenn mal klar ist, was deine Positionierung ist, dann sozusagen ist es auch sehr leicht, die bei Facebook zu finden. Also sehr leicht, sagen wir mal, ist relativ. Also ich meine, du musst natürlich schon dich bei Facebook sehr, sehr gut auskennen. Also damit du, aber es gibt sozusagen Facebook-Experten, wie zum Beispiel den Norbert, das ist seine Positionierung, der kann dir dann helfen sozusagen, sobald klar ist, was die Positionierung ist. Genau, ich werde den richtigen Kunden finden. Schreibt die Dani. Okay, die Kerstin sagt, dass die Verbindung ist nicht gut, sie hat alles nur abgehackt. Dann würde ich dir empfehlen, dass du einmal dich ausloggst und wieder neu einloggst. Oder und alle Programme schließt bei dir. Genau. Ja, dann funktioniert es meistens. Meine Position findet mit Authentizität. Jetzt habe ich es und Charisma durch Yoga und Coaching. Jetzt habe ich es. Gut, okay. Ja, dann lass uns gerne mal losstarten. Also für wen ist denn dieses Coaching? Dieses Coaching ist für dich dann, wenn du sagst, ich möchte gerne mit meinem Business losstarten, aber mir fehlt noch die richtige Positionierung. Also das ist der Grund, den ich am allerhäufigsten höre, warum Leute sagen, dass sie noch nicht angefangen haben oder dass sie noch nicht so viel Geld verdienen, wie sie wollen oder dass sie noch Schwierigkeiten haben, mit ihrem Angebot rauszugehen, weil die Positionierung noch fehlt. Wenn das dein Problem ist, bist du ja absolut richtig. Wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, was ich anbieten soll und je mehr du darüber nachdenkst, desto unklarer wird es. Also du kannst auch gerne mal sozusagen sagen, ja, das kenne ich, diese Situation. Also Positionierung ist etwas, das hat schon vielen ja ganz schöne graue Haare sozusagen wachsen lassen, weil man einfach nicht genau weiß, was man tun soll. Das wird dann irgendwie immer verwirrender. Und wenn du das Gefühl hast, ich starte immer wieder los, aber mir fehlt die Energie, um dran zu bleiben, dann ist dieses Coaching für dich. Also wenn du irgendwas davon kennst, dann schreib mir mal ja in den Chat. Kenne ich diese Situation. Du kannst auch gerne schreiben, wenn es bei dir ein bisschen anders ist, wie es bei dir ist. Also gib mir da gerne mal Feedback. Vielleicht kannst du auch immer im Chat mitschauen, Norbert, und mal lesen, was dann dort so steht. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, du bist ein Typ, ich habe total viele Interessen und ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich anbieten will. Also meistens gibt es bei der Positionierung nur zwei Probleme. Das eine Problem ist, man weiß nicht, was man machen soll. Oder man sagt, ich habe so viele Ideen, ich kann mich nicht entscheiden. Wenn das dein Problem ist, kannst du mir das auch gerne in den Chat schreiben. Willst du mal kurz erklären, was ein Scanner ist? Ein Scanner? Scanner ist jemand mit vielen Talenten. Er sagt einmal, ja, ich würde gerne das machen, das machen, das, das machen, das machen. Er hat einfach sehr, sehr viele Talente und hat auch sehr viele Ideen und will einfach sehr viele Sachen auf die Straße bringen. Gleichzeitig am besten noch. Ne? Das ist ein Scanner. Genau, also das heißt, wenn wir beide sind solche Scanner, also wenn du das kennst, die Situation, dann sag mal, ja, kenne ich. Also, dass man einfach so viele Interessen hat und dass man das nicht schafft, das unter einen Hut zu bringen. Wenn dir das so geht, da sehe ich schon bei vielen, da kommen jetzt viele Ja's. Okay, also das heißt, heute sind offenbar die Scanner hier. Gut, dass du mir das schreibst, weil dann kann ich nämlich auf das Thema besonders eingehen, weil meine besondere Expertise ist Positionierungscoaching für vielbegabte Scanner. Genau, so hat nämlich damals die Dari angefangen, ihr Business zu starten. Du hast ja auch erstmal angefangen, ne? Ganz groß, und dann bist du immer enger geworden. Ja, ich hatte ganz verrückt viele Interessen und zwar wollte ich gerne Schauspielerin sein, ich wollte gerne Coaching machen und ich wollte reisen und am Strand von Hawaii aus arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, wie soll ich daraus eine Positionierung erarbeiten? Wie soll das gehen? Und ich kann dir sagen, das Schöne ist, es ist möglich, weil heutzutage... Ja, ich bin zwar keine Schauspielerin im Fernsehen, aber ich mache meine eigenen Videos auf Facebook, ich mache meine eigenen Webinare ich mache inzwischen Seminare und Retreats vom Strand von Hawaii aus. Ja. Also das heißt, selbst solche Dinge, wo man sich auf den ersten Moment denkt, das kann man nicht unter einen Hut bringen, das geht nicht, es geht. Also das heißt, du kannst dir wirklich vorstellen, und darüber wollen wir dann heute hier sprechen oder da kann ich dich unterstützen, dass wir, wenn du so willst, diese einzelnen Puzzlesteinchen finden, deine einzelnen Interessen, die vielleicht momentan total, wie soll ich sagen, wie eine Insel sind, ja, also wo du gar nicht weißt, wo soll das hinpassen. Und dass wir die nehmen und wie in einem Puzzle so anordnen, dass sich da ein stimmiges Bild ergibt. Genau so ist es. Ja, wenn das ist, wenn du sagst, das gefällt mir, deshalb bin ich hier, dann sag mir mal ja als Feedback, damit ich weiß sozusagen, ob das gut ist, weil dann machen wir es. Dann schreibe, das macht Mut. Sehr gut. Sehr gut, okay. Ja, dann natürlich ist es hier auch interessant zu sein, wenn du sagst, ich mache mir einfach Sorgen, dass es keine Kunden gibt.
die für das bezahlen würden, was ich anzubieten habe. Also wenn du das kennst, dann schreib mir auch mal ja in den Chat. Kennst du die Situation, dass du sagst, also wenn ich mir ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob jemand dafür bezahlen würde für das, was ich anbieten möchte oder schon gar nicht deinen Premium-Preis bezahlen würde. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist da doch eine Zeit gegeben, wo ich mir gedacht hätte, es ist unmöglich, dass Leute für mein Coaching 5.000, 10.000, 50.000, 60.000, 100.000 Euro ausgeben. Das ist aber die Preisrange sozusagen, wo wir jetzt Coachings verkaufen. Also das heißt, wenn du sagst, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, kann ich nur sagen, willkommen im Club. Also ging mir ganz genauso. Also noch Anfang 2015 hätten wir uns nicht vorstellen können, oder, dass sowas möglich ist, oder? Ja, und dann ist das Coaching ja auch für dich, wenn du sagst, also insgeheim habe ich einfach dieses Problem, dass ich mir denke, es gibt schon so viele andere da draußen, die das anbieten, was ich anbieten will. Und eigentlich denke ich, mir braucht keiner mein Angebot. Kannst du auch gerne mal in den Chat schreiben, wenn du das kennst, diese Situation. Das Gute ist, mit einer guten Positionierung schaffst du dir deine eigene Nische. Also da ist es sozusagen wirklich so, da schaffst du etwas, was so kreativ ist. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich 2014 das erfunden habe, Karrierecoaching für vielbegabte Scanner, diese Nische. Und das war der Grund, warum ich in kürzester Zeit, also ich würde sagen, so wie lange habe ich gebraucht? Vielleicht 2-3 Monate, dann hast du mich eigentlich schon gekannt. Ne? Also ja. Ich habe so ungefähr angefangen im Mai 2014 und du hast mich im Juni, hast du mich schon gekannt. Ne? Mhm. Dadurch, dass die Nische so spitz und spezifisch war und so innovativ, weil das in dem Form niemand gemacht hat, bin ich innerhalb von 2-3 Monaten schon als Expertin gesehen worden, bin für Interviews angefragt worden, habe ganz viele Aufrufe gehabt damals auf YouTube, auf Facebook und so weiter, wo Leute das angeschaut haben. Also das sozusagen bringt dir die richtige Nische. Du bist auf einmal, du hast keine Konkurrenz mehr. Das ist das Geniale. Sondern du bist deine eigene Nische, dein eigenes Business. Und was sich ändert ist, dass du nicht mehr die Kunden jagst, sondern die Kunden jagen dich. Richtig. Oder melden sich bei dir, sagen wir mal so. Jagen klingt vielleicht ein bisschen extrem. Melden sich bei dir, renn dir die Tür ein. Ja, melden sich bei dir und sagen, wow, die Situation kenne ich auch. Ja, die Situation kenne ich, dass ich so viele Interessen habe, ich weiß nicht, wie ich die unter einen Hut bringen soll. Bitte hilf mir doch mal dabei. Ja. Und genauso war es bei mir eben auch. Und darum war ich dann so schnell ausgebucht. Und dabei wollen wir dir helfen. Also wir sind deshalb heute hier, weil wir dir helfen wollen, dass du ausgebucht bist. Das ist der größte Wunsch sozusagen, der immer wieder an uns herangetragen wird, ist, ich wäre gerne ausgebucht. Ja. Und dafür dient deine Positionierung. Positionierung dient dafür, dass du sagst, bin ausgebucht. Darum geht's. Ja, gut. Also ein bisschen was hast du ja schon gesagt. Willst du noch irgendwas sagen? Ich glaube, wir brauchen es noch nicht weiter vorstellen. Oder wollen wir noch irgendwas sagen bei uns? Ja, wie gesagt, Norbert, Dari und wir gemeinsam betreiben wir ein Coaching-Business. Und ich würde sagen, wir sind die Nummer 1 im europäischen Raum bei Frauen, wo wir sie unterstützen, einfach ihr Business in Raketengeschwindigkeit wachsen zu lassen. Und wirklich, schnell, oder was heißt schnell, aber in kurzer Zeit die richtigen Kunden einfach zu finden und einfach mit ihren Traumkunden zusammenzuarbeiten. Dabei unterstützen wir sie, weil wir helfen einfach dabei, mehr Interessenten zu gewinnen, mehr Kunden zu bekommen und mehr Verkäufe zu machen. Und dabei unterstützen wir hauptsächlich Frauen dabei, wirklich jetzt durchzustarten und wirklich auch das zu verdienen, was sie verdienen. So könnte man das beschreiben eigentlich. Mittlerweile haben wir unsere Firma ist gemeinsam, Manumind, die ist hier in Kuala Lumpur. Mittlerweile haben wir wir haben schon über 15 Mitarbeiter jetzt. Also wir sind ganz schön gewachsen und letztes Jahr haben wir richtig reingehauen und hatten einen Umsatz von über 3 Millionen. Yay! Genau. Nicht schlecht, oder? Für uns, für uns zwei. Genau. Also ich kann nur sagen, Träume können wahr werden und wenn es so Leute wie wir schaffen können, kannst du das definitiv auch richtig, schaffen. Richtig, genau so ist es. Wenn wir das schaffen, dann schaffst du das auch. Mit der richtigen Positionierung. Richtig. Ja, dann lass uns doch gleich mal anfangen. Und zwar, lass uns mal damit starten. Also wir werden das Ganze jetzt workshopartig machen. Also das heißt, wir werden jetzt wirklich was gemeinsam erarbeiten. Darum würde ich dir empfehlen, mach es dir mal bequem. Setz dich mal ganz bequem hin. Vielleicht kannst du ein bisschen rüberrutschen. Boah. Hallo? Du kannst auch mitmachen, wenn du willst, bei Meditationen und sowas, aber ich glaube nicht, oder? Mach mal. Lass dich mal daher. Super. Sehr, sehr gut. Okay, setz dich mal ganz bequem und gemütlich hin. Und lass uns mal so die einzelnen Aspekte durchgehen. Schließ deine Augen. Und jetzt stell dir mal so vor, diese ganzen
verschiedenen Interessen sozusagen, die du hast. Diese ganzen verschiedenen Interessen, die du hast, die schweben sozusagen, wenn du so willst, wie um dich herum. Und diese ganzen verschiedenen Ideen, die du hast. Stell dir das mal vor. Und jetzt möchte ich dir mal einen Gedanken mitgeben. Ganz, ganz viel von dem, was du den ganzen Tag denkst und was du glaubst, was du machen möchtest, ist gar nicht deins. Ist gar nicht deins. Darum, wenn du dir vorstellst, wie diese ganzen verschiedenen Ideen und diese Positionierung und diese möglichen Dinge sozusagen um dich herumschweben, dann möchte ich, dass du jetzt mal einfach mit der Hand die antippst, wo du spürst, hey, die sind gar nicht meins. Und dass du denen sagst, hey, vielen Dank, dass du hier bist, aber geh doch mal zu demjenigen zurück, wo du eigentlich wirklich hingehörst. Vielleicht hast du es übernommen, vielleicht hast du es von deinen Eltern übernommen, von deinen Freunden, von der Gesellschaft, vielleicht sogar aus einem früheren Leben, aus einer früheren Inkarnation, you never know. Ist egal übrigens, ob du daran glaubst, dass es sowas gibt oder nicht. Schick die mal einfach alle weg und sag, vielen Dank, dass du da bist, ich schicke dich in Liebe dorthin, wo du hingehörst. Mach das mal. Und wenn du Schwierigkeiten hast, dass ich da noch was verabschiede, dann kannst du mal hier deine Hand auf dein Herzchakra legen und kannst dir mal vorstellen, wie so ein rosa-goldenes Licht da rauskommt und wie das jetzt einmal so richtig durchspült durch diese gesamten Ideen. Also du spülst jetzt einmal 380 Grad, stellst du dir vor, deinen Körper und so ungefähr bis eine Armlänge von deinem Körper entfernt, spülst du einmal durch und schickst alle Ideen jetzt weg, die gar nicht deins sind. Alles, was du übernommen hast, alles, was von dem anderen gekommen ist, alles, was nicht auf deinem Weg liegt, wäschst du einmal weg. Ah. Ja, und wenn du fertig bist, dann schreib mir mal in den Chat, wie sich das anfühlt, wie es dir jetzt geht. Sehr gut. Die Leonore schreibt leichter, die Birgit sagt leichter, leichter, wunderbar. Schreib mir mal hinein, befreit, wow, befreit, super. Schreib rein, wie es dir jetzt geht. Weil wir machen das ja hier auch alle gemeinsam. Also je besser du mitmachst sozusagen, desto mehr bringt es nicht nur für dich was, sondern für alle, die hier sind. Befreit, besser, Klarheit, wunderbar. Ich merke keine Veränderung, okay? Dann ist vielleicht schon alles deins, was bei dir ist. Das auch gut? Irgendetwas klebt immer noch an mir. Es geht definitiv noch leichter. Als erstes kam meine Vision. Steht leichter. Gut, freier. Wunderbar. Klarer. Ging zu schnell. Ja, da kann ich dir eins sagen, wenn du das Gefühl hast, es ging dir zu schnell, deine Seele hat genau das Richtige mitgenommen. Da braucht es nur eins, dass du für dich ins Vertrauen gehst. Auch wenn dein Verstand nicht so schnell mitkommt. Das macht überhaupt nichts. Man nimmt immer genau das Richtige mit. Genau, sei einfach offen und mach mit. So, wunderbar. Sehr gut, es ist völlig klar geworden. Fantastisch. Sehr gut. Ja, ich spüre es auch so. Für mich ist es auch sehr viel leichter und klarer geworden. Ich meine, das, was du merkst, ist, auch wenn sich bei dir vielleicht nicht alles verabschiedet hat, also es hat sich definitiv was verabschiedet. Das ist ja auch etwas, wie soll ich sagen, das ist etwas, das machst du nicht nur einmalig, sondern das machst du ja laufend. Also eine gute Positionierung zu erarbeiten ist keine einmalige Sache, das ist so wie duschen. Ne? Du sagst ja auch nicht, ich gehe einmal duschen und bin ich für den Rest meines Lebens sauber, sondern du musst jeden Tag duschen. Ich hoffe zumindest, dass du jeden Tag duschst. Genau, und genauso ist es mit der Positionierung einfach. Ja? Also das heißt, das, was aber wichtig ist für dich zu verstehen ist, wenn du immer mehr bereit bist, das gehen zu lassen, was nicht deins ist, dann kann immer mehr sozusagen das für dich klar im Vordergrund treten, was deins ist. Das ist sozusagen hier einfach der Punkt. Okay, gut, jetzt haben wir schon mal vieles verabschiedet, was nicht deins ist. Und jetzt möchte ich mich gerne mit dir drauf konzentrieren, was deins ist. Und darum bitte ich dich mal, schließ wieder deine Augen. Und jetzt lass uns eine kleine Zeitreise machen. Und zwar lass uns mal zurückgehen in deine Kindheit, wo du vielleicht so 3, 4, 5 Jahre alt warst. Wo du so in dem Alter warst, wo du noch eine total genial gute Anbindung, sage ich mal, an deinen eigenen Himmel gehabt hast, an deine eigene Seele. Also wo du sozusagen diese komplette Offenheit noch gehabt hast, wo du ganz genau noch gewusst hast, wer du bist. Wo du ganz genau noch gewusst hast, weshalb du hier bist, was dir Freude macht. Und jetzt überleg mal, was hast du schon als Kind unheimlich gerne gemacht?
was hat dir damals schon eine Riesenfreude gebracht? Weshalb bist du hier? Ich möchte dich heute gerne dabei unterstützen, eine Positionierung zu finden, die wirklich auf deiner Lebensaufgabe basiert. Weil wenn du das tust, was auf deiner Lebensaufgabe basiert, dann willst du auch nie wieder was anderes tun. Dann musst du dich nie wieder motivieren. Dann musst du nie wieder sozusagen sagen, boah, ich habe angefangen und habe wieder abgebrochen, weil ich nicht mehr wollte oder keine Lust mehr hatte oder nicht mehr motiviert war. Darum stell dir jetzt wirklich mal die Frage, was ist deine Lebensaufgabe? Weshalb bist du hier? Was hast du schon als Kind irrsinnig gerne gemacht? Was hat dir damals schon große Freude gebracht? Und schreib mir das gerne mal in den Chat, was da hochkommt. Es ist übrigens an dem Punkt auch vollkommen egal, ob du das verstehst, was es ist, oder ob du das Gefühl hast, du kannst damit Geld verdienen. Also bei mir ist zum Beispiel immer hochgekommen, wenn ich diese Übung gemacht habe, Geschichten erzählen. Ich habe schon als Kind Geschichten geliebt. Also ich habe schon geliebt, Geschichten zu erzählen und Geschichten erzählt zu bekommen. Lange habe ich überhaupt nicht gewusst, wie ich damit Geld verdienen soll. Heute ist für mich komplett klar. Also jedes Marketing ist Geschichten erzählen. Ne? Also lass mal den Punkt einfach weg, wie du damit Geld verdienen kannst und schreib mir das einfach mal in den Chat. Natur im Sand spielen, Puppenhaus einrichten, Menschen zum Lachen bringen, ein kleines Haus bauen aus Holz, andere versorgen und unterstützen, Essen kochen, tanzen. Zeichnen, fotografieren, es laufen einfach die Tränen. Das ist auch schön, darf auch sein. Ist sehr gut so. Menschen glücklich sein, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wow. Mit Begeisterung den anderen teilen, in der Familie spielen, leicht sein, draußen herumtoben, Lebensfreude, hüpfen und springen, mit meiner Kreativität meine Freiheit erlangen. Modezeitschriften ansehen, tanzen und mich frei fühlen, tanzen. Die Gesetze der Natur, es kristallisiert sich etwas heraus. Wow. Schön. Schön. Weißt du, warum wir diese Übung hier machen? Weil das sozusagen, was du jetzt hier für dich empfängst, das ist das, was dich besonders macht. Das ist das, was dich einzigartig macht. Also das bedeutet, ich meine, klar, vielleicht denkst du dir jetzt, wow, aber ich weiß nicht, wie soll ich mit dem Sand spielen Geld verdienen oder was soll mir das bringen? Schau mal, deine Positionierung hat immer zwei Teile. Das eine ist das, was du tust, wenn du so willst. Das, was du tust, ist vielleicht bist du Coach, vielleicht bist du Trainerin, vielleicht schreibst du Texte, vielleicht gestaltest du Webseiten. Das ist sozusagen, das ist das, was du tust. Aber das zweite sozusagen, was noch dazugehört, und das ist das, was dich einzigartig macht, weil es gibt hunderte, tausende Leute, die Webseiten erstellen. Es gibt, weiß ich nicht, wie viele Coaches da draußen. Aber der zweite Teil ist wirklich der, der du bist. Oder diejenige, die du bist. Diese Energie, diese Lebensfreude, wenn du sagst, ich tanze, während ich das mache, oder ich spiele im Sand, oder ich zaubere anderen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Stell dir mal vor, wie das ist, wenn du dir vorstellst, du bist zum Beispiel Webdesigner, aber du bist ein Webdesigner, der eine Tanzenergie hineinbringt, der sagt, die Seiten, die ich gestalte, die Webseiten, da tanzen die Leute vor Freude, vor Begeisterung. Da haben die Tränen in den Augen, weil sie so berührt sind von dem, was sie dort lesen, von den Texten zum Beispiel. Oder da möchte jeder einfach nur mehr lächeln und sich freuen sozusagen, wenn er das sieht. Also erlaube dir diese Qualität, die du hast, dieses ganz Besondere, erlaube dir das einzubringen, egal was deine Arbeit ist, auch wenn du derzeit angestellt bist, ist vollkommen egal. Das kannst du überall einbringen, diese besondere Seelenqualität. Dieses, wo du sagst, ja, das bin ich. Ich kann dir sagen, was bei mir zum Beispiel gewesen ist. Bei mir ist es so gewesen, bei mir war immer so ganz stark dieses Gefühl nach Hause kommen. Also dieses Gefühl, wenn ich bin, dann fühle ich mich so bei mir zu Hause, so wohl. Andere Leute fühlen sich so zu Hause und sagen, wow, das ist genau das sozusagen. Die fühlen sich dieses Gefühl nach Hause zu kommen. Und das bringe ich überall ein in meine Arbeit. Das ist das, was es für mich ausmacht, was für mich besonders macht. Und darum möchte ich dich fragen, hast du Lust, dich heute zu entscheiden, zu sagen, diese besondere Qualität, die du bist, die dich einzigartig macht, die niemand kopieren kann, weil die direkt aus deiner Seele kommt, die entscheide ich mich heute zu leben und überall einzubringen in meine Arbeit. Wenn du sagst, ja, das mache ich, dann schreib mir einfach mal ja in den Chat. Wenn du sagst, dafür entscheide ich mich, das möchte ich machen. Ja, 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 sehe ich schon. Ich habe es geliebt mit der Oma, wenn die Oma Geschichten erzählt. Ich auch. Da sind wir genau auf einer Wellenlänge sozusagen, was das betrifft. Natur, malen, spielen, Spaß, tanzen. Wunderschön. Sehr gut.
Ah, die Geschichten mit dem Opa. Auch gut. Bei mir war es immer die Oma, die mir Geschichten erzählt hat. Okay, gut. Und jetzt ist eine Frage wichtig bei der Positionierung. Und zwar, stell dir folgende Frage, weil es haben mir auch einige geschrieben, ich möchte gerne meine Zielgruppe finden. Die Frage, die du dir jetzt stellen solltest, ist, welche Zielgruppe würde von meiner Qualität am allermeisten profitieren? Also welche Zielgruppe zum Beispiel, wenn ich sage, meine Qualität ist, Leuten ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern? Oder tanzen macht mir ganz viel Freude oder Geschichten erzählen oder so etwas. Dann stell dir jetzt mal folgende Frage, welche Zielgruppe würde von meiner Qualität am meisten profitieren? Also ich bin zum Beispiel zu meiner ersten Positionierung so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich merke, was ich sehr gut kann, ist Leute zu Klarheit bringen. Also das war immer wieder Feedback, was ich bekommen habe, dass die Leute gesagt haben, wenn man mit dir spricht, eine halbe Stunde, dann hat man so eine Klarheit, man weiß ganz genau, was Sache ist. Und dann habe ich mir diese Frage auch gestellt, welche Zielgruppe würde von dieser Klarheit am allermeisten profitieren? Jetzt sollten wir den Norbert wieder dazu einladen, weil jetzt kommen wir wieder zu dem Teil, wo er Experte ist. Hallihallo. Ja, und was für eine Zielgruppe haben wir für uns dann gefunden, die besonders helfen, also die besonders sozusagen profitieren kann von Klarheit? Naja, Trainer, Coaches, Trainer, Coaches, Experten, Also Berater, Unternehmerinnen. Unternehmerinnen, ja, Frauen einfach. Ja. Die wir da unterstützen können, wirklich ihr Business in Raketengeschwindigkeit wachsen zu lassen und ja, ihnen dabei helfen, mega erfolgreich zu werden. Darum geht's. Sehr gut, dann schreib uns doch mal in den Chat, was deine Zielgruppe ist. Oder auch wenn du noch Fragen hast zum Beispiel. Wir können jetzt auch noch ein bisschen Zeit uns nehmen für Fragen, wenn du sagst, da ist mir irgendwie noch was unklar oder sowas, was meine Positionierung betrifft. Da sehe ich schon Menschen, die Probleme mit sich selbst haben. Fantastisch. Also es ist immer gut bei einer Positionierung natürlich, wenn du jemandem hilfst, ein bestimmtes Problem zu lösen. Also das heißt, das sind eigentlich, das ist, damit sind wir jetzt schon einen Schritt weiter, aber wenn dir klar geworden ist, wer ist deine Zielgruppe, wer sind die Menschen, mit denen du am allerliebsten arbeiten möchtest, das kannst du dir auch mal die Frage stellen. Da kannst du auch mal kurz deine Augen schließen sozusagen und einfach mal sagen, wer braucht Hüpfen und Springen? Also ich würde sagen, jeder. Dann warst du noch nie auf dem Anthony Robbins Seminar, da wird nur gehüpft und nur gesprungen. Die ganze Zeit. Genau. Alle drei Viertelstunde aufstehen und springen. Der verdient 100 Millionen damit, mit Hüpfen und Springen. Richtig. Genau so ist es. Genau, da sehe ich, da kommt schon ganz, ganz viel. Also wenn du noch Schwierigkeiten hast, wenn du sagst, ich hänge noch bei meiner Zielgruppe, dann mach noch mal die Augen zu und stell dir die Frage, welchen Menschen möchte ich am allerliebsten dienen? Mit welchen Menschen möchte ich am allerliebsten meine Zeit verbringen? Mit welchen Menschen habe ich am meisten Freude? Oder auch wenn du zum Beispiel schon selbstständig bist, kannst du dir die Frage stellen, auf welche Kunden, die ich hatte oder Klienten, bin ich besonders stolz? Ja. Welche sind die, wo ich sage, also wenn ich nur mehr den als Klient, also die Barbara ist so geil, wenn ich nur mehr die Barbara als Klientin hätte, Nur dann wäre noch mein. Barbara zum Beispiel. Genau. Das ist ja etwas, was wir ständig hören, oder im Richtig, Coaching? ja. Frauen, die ihre innere Schönheit zeigen, wunderbar. Genau, wenn wir uns eben Mentoren suchen, die uns unterstützen, sagen die immer zu uns: Ah, ich hätte nur gerne Mara und Norbert. Dario und Norbert. Dario und Norbert, genau. Ja. Menschen, die in Verbindung mit ihrer Seele und ihrem Seelenweg kommen wollen. Super, okay. Das heißt, wir haben als erstes haben wir uns überlegt nochmal, wirklich, was ist deine Grundenergie? Was ist das, was du in die Welt bringen willst? Als zweites haben wir uns die Frage gestellt, wer sind die Menschen, mit denen du am allerliebsten arbeiten möchtest? Also wer sind diejenigen sozusagen, wo es dir am meisten Freude macht? Und jetzt würde ich mir als drittes folgende Frage stellen. Jetzt stell dir mal vor, deine Zielgruppe. Und überleg dir mal, was ist das größte Problem, das diese Leute haben? Was ist das größte Problem, das diese Leute haben? Ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Zum Beispiel, stell dir vor, deine liebste Zielgruppe sind Trainer, Coaches, Experten als Beispiel jetzt. Oder sagen wir mal, oder machen wir es noch besser, sagen wir zum Beispiel Leute, die irgendwie vor der Kamera stehen, dass dir das besonders viel Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Und jetzt sagen wir, deine Qualität ist Hüpfen und Springen. Jetzt stell dir mal vor, du arbeitest mit Leuten zum Beispiel, die große
wie sagt man, Lampenfieber haben. Also die zum Beispiel Speaker sind, die vor großen Bühnen stehen, die vielleicht Schauspieler sind oder so etwas und die total steif sind, die total Angst haben, Panik haben sozusagen, Lampenfieber. Jetzt stell dir mal vor, wie sich denen ihr Leben verändern würde, wenn du ihnen beibringen würdest, zu hüpfen und zu springen und zu sagen, ich bin mit mir selber total im Reinen, ich fühle mich pudelwohl, ich bin total gechillt, ich bin gut drauf. Das ist genial. Das geht mir fantastisch. Das ist genial. Siehst du, und so schließt sich dann zum Beispiel wieder der Kreis, ne? Weil die nächste Frage ist dann, nämlich nach sozusagen, was ist das größte Problem, das die haben, wie kann ich meine Qualität nutzen, um ihnen zu helfen, ihr Problem zu lösen? Ja. Bei mir zum Beispiel lief das so ab, dass ich gesagt habe, meine liebste Zielgruppe, vielbegabte Scannerfrauen, also Frauen mit 1000 Talenten. Und dann kamen bei mir als Dinge, die ich auf die Welt bringen will, Klarheit und Geschichten erzählen. Da habe ich mir gedacht, was ist das größte Problem, das sie haben? Na klar, sie können sich nicht entscheiden. Sie wissen nicht genau, was sie anbieten wollen. Und da habe ich gesagt, super, ich bringe ihnen Klarheit und ich helfe ihnen, Geschichten zu erzählen. Und zwar welche Geschichte? Die Geschichte über sich selber. Und das ist ja nichts anderes als eine Positionierung. Ja. Damit schließt sich sozusagen wieder der Kreis. Genau so ist es. Du darfst aber nur diese ganzen Glaubenssätze jetzt loslassen von wegen, mit dem, was ich da, was ich kann, kann man kein Geld verdienen, das kann man nicht anbieten, das interessiert keinen, bla bla bla. Wer hat diesen Glaubenssatz noch? Wenn du ihn nicht mehr hast, dann sage ich, super, wenn du ihn noch hast, dann könntest du dich jetzt dafür entscheiden. Das ist eine Entscheidung, ja? Was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist ein Satz, den ich glaube. Du glaubst, dass es keiner braucht. Du könntest aber auch genauso gut glauben, dass es jemand braucht. Das entscheidest ja nur du. Genau. Also wir leben heute echt wirklich in einem goldenen Zeitalter. Heutzutage, ja, durch das Internet haben wir die Möglichkeit, wirklich per Knopfdruck wirklich die Menschen zu erreichen, die genau das Problem haben, was du jetzt lösen kannst. Und egal, was es ist, es gibt da draußen jemand, der jetzt deine Hilfe braucht, weil er genau das Problem hat, was du lösen kannst. Das ist das Geniale. Und durch das Internet können wir Reichweite aufbauen und diese Menschen dort erreichen. Das ist ja gerade das Wahnsinnige. Das Unglaubliche eigentlich. Gerade fällt mir noch eine Sache ein, wo ich gesagt habe, unsere Mentoren sagen immer zu uns, wir möchten nur Daris und Norberts haben. Warum? Weil sie coachen uns und wir setzen es einfach um. Ne? Weil ich hab die Devise, will ich Recht haben oder will ich erfolgreich sein? Und da wähle ich lieber den Punkt, ich will lieber erfolgreich sein. Deswegen, der Coach sagt und ich setze es einfach um. Und dann läuft es auch. Und ich setze es so lange um, bis es läuft einfach. Ich spiele so lange, bis ich das Spiel gewinne. Gut, jetzt bin ich abgeschwiffen. Abgeschweift. Okay. Weiß ich nicht genau. Oder ist abgeschweift? Naja, man weiß es nicht. Okay, gut. Und jetzt gibt es noch einen letzten Schritt sozusagen, was deine Positionierung betrifft, um dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufzusetzen. Also eine gute Positionierung, die hat ja so etwas wie eine Art Elevator-Pitch oder sowas. Also ich sage immer, was eine schlechte Positionierung ist. Eine schlechte Positionierung ist, wenn dich jemand fragt, was du tust und du sagst, ich bin Beziehungscoach. Man weiß nicht, was das ist. Und was jetzt? Was heißt das? Was habe ich davon? Richtig. Also das bedeutet, das, was es braucht, ist, dass du es schaffst, das, was du tust, als Problemlösung zu verpacken. Das heißt zum Beispiel, frag mich mal, was ich mache. Was machst du? Ich bin Beziehungscoach. Toll. Spricht dich das an? Nö. Frag mich nochmal, was ich mache. Was machst du? Ich unterstütze erfolgreiche Unternehmer-Ehepaare, die sich auseinandergelebt haben, weil sie einfach die ganze Zeit so viel arbeiten, dabei ihre Ehe zu retten und wieder unheimlich ihre Liebe zum Brennen zu bringen und geilen Sex zu haben. Das, jetzt verstehe ich es. Bist du dabei? Ich bin dabei. Genau, also das heißt, du musst es jetzt schaffen, sozusagen deine Qualität. Und welche Qualität kannst du da einbringen? Da kannst du hüpfen und springen einbringen. Ja. Du kannst deinen Klienten sagen, hüpft und springt mal eine Runde, seid mal nicht so steif. Macht mal, oder tanzt mal. Genau. Genau, tanzt mal. Das haben einige dann geschrieben, tanzen. Dann würde ich denen sagen, okay, bei mir jedes Klientenpaar, das ich coache, als erstes ab auf die Beine und... Genau, bei uns in Seminaren wird auch getanzt. Genau, bei uns wird immer getanzt und bei uns wird immer gehüpft und immer gesprungen. Genau. Genau, also das sozusagen, also wenn du das kannst, wenn du das schaffst, dass du deine Fähigkeit oder das, was du anbietest, in so einen Satz verpacken kannst, dann bist du schon mal wirklich mindestens 80% der Leute in ihrem Marketing voraus. Ja. Warum? Weil man weiß überhaupt mal, was du anbietest.
bei den meisten Leuten hat man keine Ahnung, was die anbieten. Man weiß es nicht. Also man versucht es herauszufinden und man kriegt man irgendwie sowas wie, ich bin Coach oder ich bin Künstler oder ich bin Experte, ja in was? Also ich meine, du willst ja, dass Leute dich finden können. Du willst ja, dass Leute sich angezogen fühlen, weißt richtig. Du? Jeder stellt sich einfach die Frage, was habe ich davon? Genau, also du musst es schaffen, wegzukommen von dem, dass du sagst, ich bin dies, ich bin das, ich habe 1000 Zertifikate, ja, was hat derjenige davon? Sondern wenn du dich selber beschreibst, also wenn du über dich sprichst, zum Beispiel auch auf deiner Webseite oder auf jeden Text oder so etwas, dann musst du dir immer die Frage stellen, was hat der andere davon? Bei uns zum Beispiel, wie könnten wir unsere Problemlösung formulieren? Also bei uns zum Beispiel ist, wir unterstützen Coaches, Trainerinnen, Beraterinnen, Expertinnen darin, ihre einzigartige Positionierung zu finden und sich damit erfolgreich als Expertin im Markt zu positionieren, sodass sich jeden Tag 10 bis 15 begeisterte Interessentinnen bei ihnen bewerben, um mit ihnen zu arbeiten. Genau so ist es. Siehst du, also so spezifisch sozusagen. Also wenn du mit uns arbeitest, das ist unser Ziel für dich. Also ich unterstütze dich bei Positionierung und Norbert, der unterstützt dich dabei, dass ich über Facebook, das ist zum Beispiel in meinem Business, ist das so, ne? Inzwischen ist unser gemeinsames Business. Bei uns ist es so, in unserem Business, es bewerben sich jeden Tag, inzwischen sogar schon mehr, oder? Aber 10, 15 ja, jeden Tag, oder? Ja, manchmal auch mehr. Ja. Es bewerben sich jeden Tag 10 bis 15 begeisterte Interessentinnen bei uns, die mit uns arbeiten wollen. Jetzt kannst du dir natürlich auch ganz leicht ausrechnen, warum unser Business gut läuft und warum wir viel Geld verdienen. Weil die Kunden uns suchen und nicht umgekehrt. Richtig. Also das heißt, weil es Leute gibt, die sagen, boah, genau das möchte ich gerne. Das, was die anbieten, will ich. Ich möchte mich gerne erfolgreich im Markt positionieren und ich möchte gerne Hilfe dabei, wie sich jeden Tag begeisterte Interessenten bei mir bewerben. Und jetzt sozusagen gibt es noch einen letzten Aspekt, wo ich dich gerne noch unterstützen möchte und das ist, es ist schon mal gut, wenn du ein Problem löst. Also damit, wie gesagt, damit hast du schon eine geile Positionierung. Schreib mir nochmal hinein, damit ich ein Gefühl jetzt kriege, wer ist hier, der sagt, mir ist klar, welches Problem ich löse? Ist mir klar? Dann schreib klar rein. Oder wenn du sagst, ist mir gar nicht klar, dann schreib mir das auch hinein. Das wäre für mich jetzt schon mal sehr wichtig und interessant. Klar, oh klar, klar, klar. Klar, klar, klar. Klar, klar, klar. Dann haben wir einen geilen Job hier gemacht. Dann klar, kann ich klaro, klaro. Klar. Also dann kann ich dir nur sagen, wenn das so ist, dann waren das die besten 40 Minuten, die du gerade investiert hast. Hammermäßig. Klar. Formulierung schwieriger. Okay, ja, da darf man sich dann auch noch ein bisschen Zeit lassen sozusagen. Und noch etwas unklar, okay. Klar. Super, dass du so ehrlich bist. Jetzt klar. Dann nimm dir, wenn du sagst, es ist noch nicht hundertprozentig, schau zumindest, dass jeder, der hier ist, dass du eine Formulierung hast, die bestmögliche. Und danach kannst du ja weiterarbeiten nach dem Coaching. Aber jetzt würde ich gerne noch einen Schritt gehen. Und zwar dieser Schritt ist, was ist jetzt wirklich das Ganze? Jetzt sehe ich auch, war mir vorher schon klar, das finde ich total geil. Also wenn dir das klar ist, dann kann ich nur sagen, warum hängst du hier in diesem Coaching ab? Gewinne Kunden! Allerdings gibt es noch einen Punkt sozusagen, da wollen wir dir noch helfen, dass es noch einen Schritt klarer wird. Und zwar, wenn du sagst, ich will nicht nur zu den 80% Besten gehören, sondern ich will zu den 99,9% Besten gehören, dann solltest du dir noch eins überlegen. Und zwar, was ist das ganz konkrete Ergebnis, das die Leute haben werden, wenn sie mit dir arbeiten werden? Also Leute interessieren sich für zwei Dinge. Dafür, dass das Problem gelöst wird und dafür, dass sie ein ganz konkretes Ergebnis bekommen können. Also das heißt, da könntest du dir zum Beispiel folgende Frage stellen. Was ist das beste Ergebnis, das ich selber jemals bekommen habe in dem Bereich, wo du arbeitest? Beziehungsweise, was ist das beste Ergebnis, das jemals ein Kunde von mir bekommen hat? Bei uns zum Beispiel ist das so etwas wie zum Beispiel in 8 Wochen 5 Kunden zu gewinnen oder so etwas. Wobei 5 ist eigentlich viel zu wenig, oder? Ja. Also ich würde eher sagen 10 bis 20 Kunden, das ist das, was viele gewinnen. Oder zum Beispiel in 2 bis 3 Monaten ein 6-stelliges Business aufbauen. Das können zum Beispiel solche Ergebnisse sein. Oder in 1 Woche seine Positionierung finden. Also was sozusagen habe ich davon? Was ist das ganz konkrete Ergebnis? Ja. Und ich sehe hier schon, glücklicher zu sein, ja, also das dürfte gerne noch ein bisschen spezifischer sein. Hier steht einzigartig erfüllte Räume voller Licht und Harmonie. Klingt gut, würde ich mir noch die Frage stellen, was habe ich davon? Also was bringt mir das sozusagen, wenn ich solche einzigartig erfüllten Räume habe? Heißt das, dass ich mich dort besonders wohlfühle? Heißt das, dass ich dort vielleicht gesünder bin? Heißt das, dass ich dort mehr Lebensqualität habe? Heißt das, dass ich seltener krank bin? Heißt das, dass ich leistungsfähiger bin vielleicht? Heißt das, dass ich bessere Arbeit leiste, mehr Geld verdiene? Also was sozusagen, musst du immer die Frage stellen,
Was habe ich davon? Was habe ich davon? Was habe ich davon? Ja, hier steht noch Freude und Leichtigkeit in der Familie, in jedem Freiheit und Harmonie. Wunderbar. Also klingt alles schon sehr gut. Ich würde dir empfehlen, es immer so spezifisch wie möglich zu machen. Ja. Also das heißt Freude und Harmonie in der Familie. Was heißt das ganz genau? Ist damit gemeint mit dem Ehepartner? Ist damit gemeint mit den Kindern? Also ist zum Beispiel gemeint, dass man jetzt eine tolle Beziehung hat mit den Kindern und dass es nicht mehr jeden Tag 2 Stunden Riesendrama gibt mit der Hausübung, sondern dass es von jetzt an immer smoothly läuft, wenn die Kinder aus der Schule kommen und man ein wunderbar harmonisches Familienleben hat. Genau, die Nina schreibt dazu, Kind erkennt seine Stärken und findet Weg durchs Leben und durch die Schule. Super. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Super. Selbstvertrauen stärken. Mhm. Gesundheit, Vitalität, Lebensqualität, ein selbstbestimmtes was? Atriam leben. Selbstvertrauen stärken, da kannst du dann auch wieder die Frage stellen, zu welchem Zweck? Ja. Wozu? Wozu? Dass ich mich traue, endlich eine Gehaltserhöhung zu verlangen? Dass ich mich traue, endlich Frauen anzusprechen? Dass ich mich traue, endlich den Job zu kündigen, den ich nicht mehr, der schon lange nicht mehr für dass mich passt? Dass ich mich traue, selbstständig zu machen, dass ich mich traue. Ja, gibt es 1000 Möglichkeiten. Genau, also jetzt sind wir wieder beim Thema Geschichten erzählen. Also versuche sozusagen, dir die Frage zu stellen bei diesem Ergebnis, wie kann ich eine klare Geschichte erzählen, wo derjenige sich angesprochen fühlt. Ich kann dir mal zum Beispiel sagen, wie ich das machen würde. Also wir haben sehr, sehr oft Klientinnen, die wollen gerne Retreats und Seminare veranstalten. Und viele, das ist ja immer so, man zieht ja immer Leute an, die ähnlich sind wie man selber. Und mein Traum war ja lange Zeit, ein Retreat auf Hawaii zu veranstalten. Und dann spreche ich mit denen und dann helfe ich denen wirklich ein Bild von sich selber zu sehen, wie es sein würde, wenn sie ihr Ziel erreicht hätten. Das heißt also, dann sage ich, ja, und stell dir mal vor, wie das wäre, wenn du, vielleicht wollen die nicht nach Hawaii, vielleicht wollen die nach Ibiza oder was weiß ich wohin, würde ich sagen, stell dir mal vor, wie das wäre, wenn du auf Ibiza bist und du bist dort umgeben von 12 deiner absoluten Traumkundinnen und veranstaltest ein Retreat und wirst dafür bezahlt, dass du das tust, was du liebst. Wirst dafür bezahlt, dass du zum Beispiel mit deinen Kundinnen am Strand tanzt. Wirst dafür bezahlt, du lachst jetzt, genau dafür wurde ich bezahlt. Wirst dafür bezahlt, dass du mit deinen Kundinnen dort am Strand sitzt und erzählt euch gegenseitig Geschichten. Wirst dafür bezahlt, dass du ein Lächeln auf ihre Lippen zauberst, weil du ihnen erzählst, wie wunderbar sie sind und wie fantastisch und ihnen Potenziale aufzeigst, die sie selber bei sich noch gar nicht gesehen haben, zum Beispiel. Und dann sagen die Leute, boah, das ist aber ein sehr konkretes Ergebnis. Dann sage ich, ja, das ist möglich. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist, du brauchst eine klare Positionierung. Also du musst ganz genau wissen, was biete ich überhaupt an. Und du brauchst eben diese Unterstützung mit Facebook und Sales Funnel und so weiter. Das, was der Norbert anbietet. Also das heißt, du musst die Facebook-Ads schalten. Bei uns ist es so, wir verkaufen Retreats, Hochpreis-Retreats, an komplett kalte Leads. Vielleicht willst du mal kurz erklären, was ein kalter Lead ist, weil also das klingt irgendwie, als wäre es was zu essen. Das sind Interessenten, die uns vorher nicht gekannt haben oder vielleicht nicht oder ja einfach noch nicht kennen, die uns einfach noch nie vorher gekannt haben. Also ich zum Beispiel veranstalte im Mai ein spirituelles Retreat gemeinsam mit meinem spirituellen Lehrer. Das ist ein Hochpreis-Retreat. Also dieses Retreat kostet für 5 Tage 20.000 Dollar. Und wir haben jetzt gerade eine Kundin gewonnen. Kannst du dir das vorstellen, Norbert? Die hat noch nie vorher was von uns gehört gehabt. Noch nie. Die kannte weder mich, noch kannte die den Agni, noch sonst irgendjemanden. Also der Agni ist mein spiritueller Lehrer. Die ging ins Seminar, also ins Webinar, hat das gesehen, was wir gemacht haben, hat sich so berührt gefühlt, hat gesagt, das möchte ich gerne machen und hat sie innerhalb von 2 Tagen gebucht. Genau. Also wir haben ja viele Kunden bei uns, die uns nicht kannten, die dann über Facebook auf uns kommen und dann uns kennenlernen und das dann buchen und natürlich am Anfang ein bisschen komische Gefühle haben, aber dann am Ende sagen sie, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist dann einfach, ja, weil die sagen, ja, es war ein bisschen mulmig, aber trotzdem getan, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist jetzt das Richtige. Genau, und dann ist es ja so, dass wir haben ja bis jetzt vor allen Dingen Business-Coaching gemacht und ich muss sagen, ich habe öfter so ein bisschen das Vorurteil gehört, so Marketing funktioniert ja für Business-Coaching, aber ich mache spirituelles Coaching, für mich funktioniert das nicht, kann ich dir nur sagen, stimmt nicht. Also wie gesagt, ich habe eine Reihe von spirituellen Retreats schon verkauft und spirituellen Coachings und es funktioniert ganz genauso. Ja. Das Einzige, was nur ist, ist, wenn du etwas im spirituellen Bereich machst, ist es meistens ein bisschen herausfordernder, dass du herausfindest, was ist wirklich das Problem, das du löst und was ist das Ergebnis, das die Leute bekommen. Das Herausfordernde heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist, sondern es heißt einfach nur, man muss sich mehr Gedanken machen, man muss ein bisschen mehr Zeit investieren. Also vielleicht, sage ich mal, 2 Stunden statt 1 Stunde, aber es ist ganz genauso möglich. Ja. Das ist das Geniale. Wir haben hier
ein System, das wir dir an die Hand geben, wo du wirklich, wo die Leute dich finden, die wirklich das Problem haben, was du lösen kannst und die dich vorher einfach nicht kannten. Das ist das Geniale. Das ist das Geniale. Wir leben wirklich im goldenen Zeitalter. Das Internet macht es möglich. Und das ist einfach gnadenlos genial. Und wir geben dir einfach hier die Strategie an die Hand und zeigen, wie das Ganze funktionieren kann. Und das ist einfach großartig, weil ich kann das mit dem, was ich liebe, kann ich tun und trotzdem damit das Leben von den Menschen besser machen. Genau. Ja, also ich sehe jetzt schon sozusagen, ich brauche Unterstützung bei Facebook-Werbung und Facebook-Ads. Genau, also bei uns ist es so, wenn du mit uns arbeitest, ist das immer ein Coaching-Programm. Ja. Also das bedeutet, das ist immer ein Coaching-Programm, das geht über 8 Wochen und da bekommst du Hilfe sozusagen mit allem, was du brauchst. Also mit allem, was du brauchst sozusagen, damit du ein Coaching-Paket, ein Coaching-Programm, ein Seminar oder ein Retreat verkaufen kannst. Genau. Also das heißt, wenn du Facebook-Ads schalten willst zum Zweck, dir eine Audience aufzubauen und oder wahrscheinlich beides, so etwas zu verkaufen, dann können wir dich unterstützen. Ja. Dann bist du bei uns richtig. Dann bist du bei uns richtig. Genau so ist es. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Strategie allein reicht nicht. Du brauchst auch das passende Mindset. Und das ist das Geniale. Wir helfen dir auch beim Mindset. Wir haben Kunden, wir coachen die. Zack, und auf einmal ist der Durchbruch da. Auf einmal geht's los. Auf einmal starten sie durch. Aber wir wissen nie, wann der Durchbruch kommt. Wir wissen es nie. Beim einen geht's mal schneller, bei einem dauert es einfach länger. Beim einen ist es fast, wenn er aus dem Programm raus ist. Auf einmal, zack, hat er den Durchbruch oder sie hat den Durchbruch und auf einmal geht's richtig los. Und dann verkauft wie verrückt und macht an einem Tag 30.000 Euro oder 20.000 Euro. Das ist wie verrückt. Aber das ist einfach nur, ja, wenn du dranbleibst und zack, auf einmal funktioniert. Deswegen, es ist auch wichtig, unheimlich wichtig, das Mindset. Es muss das Gesamtpaket stimmen. Genau, also bei uns ist es einfach so, wir zeigen dir das, was funktioniert. Also wir sozusagen, du bist dann bei uns richtig, wenn du sagst, okay, ich sehe, dass das, was die machen, funktioniert. Ich sehe, dass das für die funktioniert hat. Ich sehe, dass das für ihre Kunden funktioniert hat und ich möchte das gerne lernen. Dann bist du bei uns richtig. Also wir machen keine, wie soll ich sagen, theoretische Beratung, von der wir keine Ahnung haben, wo wir denken, das könnte vielleicht so funktionieren, so wie es andere Coaches gibt da draußen, die dir irgendwas erzählen, wo sie vielleicht irgendwo in einem Buch gelesen haben oder sowas oder irgendwo gehört haben, dass das vielleicht funktionieren könnte, sondern wir zeigen dir wirklich ganz genau, wie wir es machen. Also wie wir... Genau. Und wir sind da sehr transparent. Wir sagen da sehr viel. Mara erzählt immer unsere ganzen Geheimnisse. Da denke ich, oh Gott, unsere besten Strategien. Aber unsere Kunden kriegen das einfach, damit sie durchstarten können und erfolgreich wachsen können. Aber wir testen natürlich immer Dinge erst und dann gehen wir natürlich raus. Deswegen ist es wichtig, du bekommst einfach nur die Sachen, die funktionieren, die jetzt funktionieren, die nicht vor 10 Jahren funktioniert haben, sondern die jetzt funktionieren. Also jetzt habe ich noch gelesen, jemand hat gefragt, nur Webinare oder auch persönlich. Also bei uns ist es so, wir haben ein Basisprogramm, das jeder zuerst macht. Also das ist unsere Premium Mastermind, unser Mann und mein Firestarter. Das ist komplett online, das Programm, aber das bedeutet nicht, dass du nicht persönlich Hilfe bekommst. Also das heißt, wir sind die ganze Zeit sozusagen über Zoom verbunden. Wir geben dir zu allem, jedem einzelnen Ding Feedback und so weiter. Das ist wirklich komplett persönlich. Und dann haben wir noch ein zweites Programm. Das ist aber nur für diejenigen, die, sage ich mal, nach der Premium Mastermind sagen, okay, ich habe noch nicht genug. Da gibt es bei uns noch ein zweites Programm, das ist die Millionär Mastermind. Und da treffen wir uns auch persönlich. Ja. Also bei der Millionär Mastermind, die hat Seminare, also wo wir wirklich, da sitzen wir mit dir zusammen. Also du sitzt quasi buchstäblich auf unserer Couch, kannst du dir so vorstellen. Oder beziehungsweise wir sitzen irgendwo in einem schönen Hotel auf einer Couch und arbeiten ganz persönlich an deinem Business. Ja. Die Millionär Mastermind macht für dich aber nur Sinn, wenn du erst das Basisprogramm gemacht hast. Warum? Weil im Basisprogramm machst du eben die Basis. Darum ist es ja auch die Basis. Ne? Also eben die, wie soll ich sagen, das ist so in der Millionär Mastermind, da haben alle Leute schon einen Sales Funnel. Das heißt, da sitzen wir wirklich dort und crunchen quasi an den besonderen Expertenthemen quasi. Wenn du jetzt da hinkommst und du hast gar keinen Sales Funnel, dann bringt dir das nichts. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ich war noch nie Skilaufen und ich gehe mit einer Gruppe von Experten Heliskiing. Das hat keinen Sinn. Was also heißt denn crunchen? Die an denen halt arbeiten. Crunchen. Kauen. Genau, also so ist das eben bei uns. Genau. Also, wir wollen dich sehr, sehr gerne einladen. Also, wir haben einfach eins gesehen, dass hier einige Leute sind, die haben unglaublich coole Positionierung schon jetzt.
Also ich habe ja auch gesehen, dass manche gesagt haben, ich weiß ja schon, was ich anbiete. Ich kann nur sagen, wenn du weißt, was du anbietest, dann häng nicht hier im Coaching herum, sondern verkaufe, geh verkaufen. Geh deine Kunden finden sozusagen. Und wenn du dabei Hilfe haben möchtest, nämlich genau dabei sozusagen das, was du jetzt hier für dich erarbeitet hast oder was du vielleicht auch schon vorher gesehen hast, was du anbieten möchtest, wenn du gerne Hilfe dabei haben möchtest, herauszufinden, wie kann ich das so formulieren, also diese Formulierung sozusagen, wo einige geschrieben haben, dass sich meine idealen Kunden angesprochen fühlen. Wie kann ich jetzt nochmal eine Runde schärfer werden, meine ideale Zielgruppe anzusprechen, auf Facebook und so weiter. Wie kann ich daraus ein Premium-Programm, Coaching-Programm entwickeln, also zum Beispiel ein Online-Coaching-Programm oder ein Seminar oder ein Retreat oder ein VIP-Tag, ich zu einem Premium-Preis verkaufen kann. Also die meisten von unseren Kunden, die verkaufen am Anfang ihre Programme für ungefähr 3.000, 3.500 Euro. Und viele erhöhen dann schnell ihre Preise. Also wir haben inzwischen schon Kunden, die auch schon mehr verlangen als wir. Also die schon 12.000, 15.000 bis zu 20.000 verlangen für Coaching-Pakete. Warum? Weil diese Pakete einfach verdammt gut sind. Richtig. Weil wir denen geholfen haben, ihr Wissen und ihr Know-how so genial zu verpacken und sich so gut zu positionieren, dass andere sagen, ich will das unbedingt haben. Genau, wir helfen auch dabei, dass ihre Kunden geniale Ergebnisse bekommen. Richtig, genau. Und dann natürlich auch diese Interessenten eben zu finden, jeden Tag auf Facebook. Wenn du dabei gerne Unterstützung möchtest, dann wollen wir dich sehr, sehr herzlich einladen, und zwar ein kostenfreies Strategiegespräch, wo wir mit dir das, was wir jetzt hier so in der Gruppe gemacht haben, einfach nochmal wirklich 1:1 bearbeiten. Also wo wir wirklich mit dir nochmal ganz klar herauskitzeln und herausarbeiten mit den richtigen Fragen. Was willst du ganz genau anbieten? Worin bist du Experte, Expertin? Wer ist ganz genau deine Zielgruppe? Was ist das beste Angebot für dich? Was ist der richtige Preis für dich? Und wie kannst du deine Kunden wirklich auf Facebook finden? Und natürlich auch, ob wir die richtigen Coaches sind, um dich dabei zu unterstützen, das Ganze aufzubauen. Dieses Strategiegespräch, das dauert ungefähr 45 bis 60 Minuten, findet telefonisch statt. Also wir rufen dich an, ist komplett kostenlos für dich. Und dient eben wirklich dem, dass du da eine komplette Klarheit bekommst. Dazu wollen wir dich sehr herzlich einladen. Wir haben immer nur sehr wenig Plätze frei, die sind immer schnell ausgebucht. Darum empfehle ich dir, klick gleich auf den Link, buche deinen Termin. Ich habe gesehen, der Norbert hat ihn auch schon gepostet. Ich glaube, Facebook. Bei Lena. Facebook hat ihn schon gepostet. Auf Facebook. Melanie auch. Wunderbar, vielen Dank, hat mich schon gepostet. Sehr, sehr gut. Genau, buch dir da deinen Termin. Und und wir wollen dich gerne unterstützen, weil ich kann nur eins sagen, ich weiß, eins mit Sicherheit, du bist hier, weil du was Großartiges zu geben hast für die Welt. Weil du was Großartiges zu geben. Und da hast du mich auch so damals kennengelernt, oder Norbert? Ja, ich habe damals die Mara kennengelernt, habe sie in einem Webinar gesehen und da habe ich gesagt, die Frau hat ein Riesenpotenzial und hat ein Riesenpotenzial und das braucht die Welt. Darum geht es einfach. Und ich glaube, dass jeder, der hier auf der Welt ist, hat ein ganz bestimmtes Talent und ganz bestimmte Fähigkeiten. Und wenn du das nicht verwendest, um das Leben von jemand anders besser zu machen, dann verschwendest du deine Zeit hier. Genau, und wir glauben einfach genauso, dass du ein Riesenpotenzial hast und ein Riesentalent. Richtig. Und das, was du einfach brauchst, ist jemand, der dich unterstützt. Genau. Weil heutzutage, man kann es nicht alleine schaffen. Also ohne den Norbert hätte ich das niemals aufbauen können. Ich glaube, du ohne mich auch nicht, oder? Genau. Genau, also man braucht einfach die richtige Hilfe und die richtige Unterstützung. Und ja, und dazu wollen wir dich sehr, sehr herzlich. Genau, buch dir deinen Termin. Sehr, sehr, wir haben den Link gepostet. Einladen. Genau, buch dir deinen Termin, füll ein paar Fragen aus und wir rufen dich an. Ja. Um mit dir eben das alles zu erarbeiten, was ich gesagt habe. Genau so ist es, ja. Wir haben den Link in den Chat gepostet, buch den Termin, ist kostenfrei. Meistens sind die Termine sehr, sehr schnell weg, also deswegen sei schnell. Genau, und finde einfach heraus, was ist deine beste Positionierung, was ist dein bestes Angebot, was kannst du sehr gut, was ist die richtige Zielgruppe für dich, was ist der richtige Preis für dich und wie kannst du jeden Tag deinen idealen Interessenten anziehen? Ja, darum geht es einfach. Und wir freuen uns auf dich. Ja, wir freuen uns auf dich. Ah, und ich sehe, die ersten Buchungen kommen schon rein. Die Petra ist dabei. Hey, Petra! Super, sehr gut. Fantastisch, Petra. Petra hat sich schon einen Termin schon gesichert. Auf dich. Genau. Super, sehr gut. Sehr, sehr gut. Super, sehr genial. Petra ist schon dabei. Ja, wunderbar, fantastisch. Gut, ja, dann sind wir soweit. Genau. Ich hoffe, ihr habt heute was gelernt. Und danke auch für deine Zeit, dass du hier dir die Zeit genommen hast, dabei warst. Ich hoffe, du hast heute sehr viel gelernt, konntest was mitnehmen. Und fühlt sich jetzt auch besser. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und buch dir deinen Termin, wenn noch Plätze frei sind. Wir hören und sehen uns. Und die Andrea ist auch dabei. Andrea, die Andrea, so geil.
Geil, danke. Super, Andrea. Du kannst auch sehr, sehr gerne, wenn du deinen Termin gebucht hast, einfach mal hier hineinschreiben, sozusagen in den Chat und sagen, ich bin dabei. Genau. Das finden wir total schön. Die Angelika sagt, vielen Dank für dieses wertvolle Coaching. Ja. Sehr, sehr gerne. Okay. Es ist uns eine Freude. Ja. Die Simone sagt, vielen Dank für das tolle Webinar. Ich kann nur eins sagen, mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, die Elke ist dabei. Elke ist auch dabei. Ich kann dir nur eins sagen, mir persönlich geht das Herz auf, wenn ich sehe, wie solche mutigen Frauen und Männer, wobei das meiste bei uns sind hier immer Frauen, wie die sagen, ich stehe auf, ich werde sichtbar, ich bringe mein Talent in die Welt, ich mache die Welt zu einem besseren Ort. Das finde ich so schön, ja. Das freut mich so, das berührt mich so. Ich glaube, du spürst es jetzt gerade, also mir geht jetzt gerade so das Herz auf. Also ich kann nur sagen, I love you. Ja, vielen, 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 vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass wir hier Seelenschwestern sind, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, dass wir gemeinsam hier die Welt zu einem besseren Ort machen. Und die Rotkraut ist auch dabei. Super, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr super, genial. Super, vielen, genial. Vielen Dank. Danke. Ja, buche deinen Termin. Und wir lieben dich und wir wünschen noch einen wunderschönen Sonntag, oder? Genau, wir wünschen noch einen wunderschönen Sonntag. Alles Gute und bis denn. Ciao, ciao. Ciao.